Die Aktien von Versorgern sind mittlerweile nur ein Schatten ihrer selbst. Heute die Zahlen von RWE. Der Markt reagiert sehr enttäuscht. Die Aktie 7% im Minus. Man hat so den Eindruck, die Zeiten sind vorbei, wo der Strom einfach so aus der Steckdose gekommen ist und damit die Gewinne bei den Versorgern nur so sprudelten. Die Preise für Strom an den entsprechenden Strombörsen sind entsprechend deutlich gesunken und damit bricht die Haupteinnahmequelle der Versorger weg. Dazu kommen die Kosten für den Atomausstieg. Ja, man kann im Prinzip sagen, die ehemaligen Cash-Cows, die Lieblinge der Börse, weil sie doch so kontinuierlich Gewinne geschrieben haben und Dividenden abgeworfen haben. Diese Cash-Cows stehen mehr oder weniger abgemagert im Stall, fast schon ein Fall für den Abdecker. Ja, man sucht im Prinzip händeringend nach neuen Geschäftsideen, nach Sparmodellen. Die Zeit läuft weiter, die Kosten laufen weiter, die Schuldenberge sind immens und die Anleger sind auch irgendwie Dividenden verwöhnt. Jetzt hatte RWE Anfang des Jahres Tafelsilber wieder einmal verkauft, die Tochter der. Das hilft jetzt bei der neuen Monatsbilanz auf alle Fälle. Die sieht auf den ersten Blick gut aus, aber die Anleger lassen sich da nicht hinters Licht führen. Die gucken da ganz genau hin. Sie sind enttäuscht, nicht nur die Anleger, auch die Händler, ob der Ideenlosigkeit des Versorgers RWE. Man kommt da nicht so richtig vom Fleck. Einzige Ausnahme, die Derivateanleger hier in Stuttgart, die wittern schon wieder irgendwie ihre Chance. Die sagen 7% minus bei einem Versorger. Na, die werden doch nicht pleite gehen. Da muss doch irgendwann eine kleine Gegenreaktion kommen, auch wenn sie noch so klein ist. Und die wollen wir mitgehen. Wir sehen hier doch relativ deutliche Aktivitäten in Call-Optionsscheine, in Käufen, in Call-Optionsscheine, die aber teilweise auch relativ lang laufen bis ins Jahr 2017.